Ich bin heute mal wieder aus einem wieder anderen Fahrzeug, sage ich mal. Es ist jetzt die kleinere Version von denen, den ich letztens gefahren bin. Ihr könnt schon sehen. Von dem, das ist der Jaguar F-Type als Coupé mit dem kleineren V6 Motor mit 381 PS. Und ja, ich mache jetzt hier mal mit eine kleine Probefahrt. Ich wollte einfach mal schauen, wie sind so die Unterschiede. Und ja, lohnt sich, sage ich mal, der Aufpreis zum Groß V8. Also der Sound war ja Wahnsinn. Wo? Also da komme ich hier, wenn ich jetzt dran denke, an die Fahrt mit dem V8 Cabrio, kribbelt schon wieder. Ja, wie gesagt, ich nehme euch mal mit vom Sound her, mal hören, wie euch der gefällt. Und ja, fahren wir mal einfach mal. Ich habe die Klappen schon auf. Natürlich war es ganz anderes jetzt. Macht aber auch schon Spaß. So. Aber was natürlich jetzt fehlt, ist, dass man jetzt nicht im Cabrio hat man ja alles mitbekommen, den ganzen Sound und so. Das merke ich schon. Aber er ist auch schon sehr laut und kreischt dann auch so. Aber es natürlich macht schon Spaß. Jetzt bin ich wieder ein bisschen dunkel, das ist der Nachteil natürlich, ja, allerdings. Bollern tut er auch, dieses Peitschen ist auch da. Ich weiß nicht, ich mach mal so, dass ihr mich besser sehen könnt. Ja, Fahrwerk ist natürlich auch härter, ich habe jetzt alles auf, sag ich mal, Sport gestellt, als BMWler. Das nennt sich hier Race-Modus, glaube ich. Wir fahren mal links. Also, wie gesagt, macht super viel Spaß, aber was ich jetzt schon merke, wenn du einmal eine V8 gefahren bist, dann kannst du den V6 leider, ich glaube, vergessen, wenn du wirklich auf diesen Sound stehst. So. Also, der reicht ja auf jeden Fall auch zum Fahren, zum Beschleunigen, Spaß haben, auf jeden Fall. Aber ist ja so, ist ja einmal, wenn man einmal den dann gefahren ist, dann ist man so, ja, verseucht. Also der Wagen fährt sich auch super leichtgängig. Lenkung ist super leichtgängig im Gegensatz zum M3. Ja, wie gesagt, das adaptive Dämpfungssystem, was ja automatisch die Dämpferregelung. Du kannst ja auch wie beim BMW Sport, Komfort und Eco machen. Also Sport, Komfort, normal. Ja, und man merkt schon, dass es ein bisschen einfacher fährt eben halt. Und von der Spur und von der Lage ist auch super. Also ich bin gerade auf der Autobahn 220 gefahren und der liegt auch sehr gut auf der Straße. Ja, was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, ist, außer jetzt der V8 Sonne, aber da kann der V6 ja nichts für. Das ist ja mein Geschmack, ist die Verarbeitung. Das Modell, was ich jetzt hier habe, ist natürlich jetzt nicht so toll verarbeitet, wenn man das irgendwie jetzt zum BMW kennt. Das ist schon so. Ja, aber dann muss man dann eben halt ein paar Kreuz mehr anhaken, wenn man das haben will. Ja. So, also mein Fahrt zum Wagen macht auf jeden Fall eine Menge Laune. Ist natürlich was anderes vom Klang. Und ja, der V8 und das Cabrio, beides zusammen, ja, das war einfach nur zu geil. Oder? Also das Coupé gefällt mir von der Form besser als das Cabrio, ohne Frage. Und du hast einen größeren Kofferraum. Ich kann dir nur empfehlen, den Wagen macht auch eine Menge Spaß. Und Alltagsnutzen verbrauchst du natürlich auch weniger. Ich hatte jetzt hier beim V8 Cabrio hatte ich ja fast 13 Liter und jetzt habe ich hier 11,5 Liter gehabt.
Also ein, also sagen wir 2 Liter würde ich schätzen, dass der hier weniger verbraucht, so im Durchschnitt, wenn man beide gleich fährt. Ja, in dem Sinne sage ich mal, danke fürs Zuschauen, freue mich über ein Like und ein Abo. Und ja, mal sehen, was als nächstes kommt. Alles klar, bis dann. Macht's gut. Ciao.